Heute bin ich gemeinsam mit Kameramann Alex auf Tour. Den ersten Halt machen wir bei einem verlassenen Hotel. Bereits bei der letzten Tour wollte ich mir dieses Hotel mal ansehen, war mir aber damals schon unsicher, ob es überhaupt verlassen ist, da laut Bildern im Internet einfach noch alles eingerichtet war. Letztendlich haben wir es zeitlich nicht geschafft, sodass wir erst heute dazu kommen. Ich habe das Gelände zunächst nach Kameras abgescannt, aber lediglich eine Attrappe gefunden. Als wir den Innenhof betrachteten, trat schnell Verwirrung ein, da noch überall Strom und Licht lief und sogar der Name des Hotels noch in Leuchtschrift erstrahlte. Wir dachten zunächst, dass nur ein, zwei Gebäude verlassen seien und der Rest noch in Betrieb. Doch es stellte sich heraus, dass wir uns inmitten einer Geistersiedlung befanden und sogar das komplett beleuchtete Hauptgebäude verlassen ist. Plötzlich standen wir in einer Großraumküche, wo noch alle Geräte vorhanden waren, und kurz danach in einem voll ausgestatteten Fitnessstudio. Wir rechneten damit, dass jede Minute der Wachschutz oder der Besitzer kommen. Daher versuchten wir, so schnell wie möglich durch die Location zu kommen. Steht ein Jim Beam. Dachte ich eigentlich, hier würde vielleicht jemand liegen, aber nee, dem ist nicht so. Ja, keine Ahnung. Muss nichts heißen. Mal gucken, was hier noch ist. Hier sind noch so ein paar. Hier liegen zum Beispiel erstmal alle Matratzen. Okay, kommen die gleichen Räume nochmal. Okay, da ist ein Keller runter. Davon ist der Keller eingegangen. Haben die Videos von der Helligkeit okay oder soll ich ein bisschen dunkler finden? Das letzte Mal waren die in Ordnung. Okay, das müssen wir dann noch. Auch einen richtigen Keller haben. Schon ungewöhnlich, finde ich. Oh. Hier kommt neues Interieur auf jeden Fall. Wow. Kann man Kämpfe drin veranstalten. Okay, zwei lange Gänge. Nee, überhaupt nicht. Okay, hier stehen wieder alle Bilder. Bums. Ja. Hier steht schon drin. Ja.
aber nicht glücklich. Keine Ahnung, warum. Willst du jetzt hier nochmal richtig zu machen? Ja, mal grob gucken. Müssen nicht in jedem Zimmer jetzt ewig bleiben. Immer nur mal kurz reingucken. Hier sieht es aber schon anders zum Flächen. Ja, muffig, aber hier sind die Räume leer. Nicht nach Mensch. Geschlossene Türen. Pass auf, jetzt machen wir voll. Jetzt gucke ich mal mit Wärmebildkamera, ob da eventuell wenn eine gewisse Wärme rauskommt. Nee. Oh, was war das eben? Nee. Reflexion da wahrscheinlich. Also man sieht an den Spalten, dass es da dann jetzt nicht besonders gut ist. Es ist draußen halt auch warm. Jetzt hier nicht mal sonst lang geworfen. Okay. Hier schon nur noch den Dachboden zu kommen. Großer Dachboden. Aber viel zu entdecken wird es hier nicht geben. Weißt du noch, welche Zimmer wir ausmachen? Ja. Mach mal kurz, leuchte mal in die andere Richtung, also weg von mir. Irgendwas ist merkwürdig. Oder hast du jetzt zwischendurch nochmal irgendwas gemacht? Nee. Wieso ist das? Ach so, warte mal. Ach nee, alles gut. Da draußen ist einfach nur eine Laterne. Ich dachte, da ist eine Kamera am Ende des Flurs. Lass uns hier rausgehen. Hier ist das nicht spannend. Warte. Jeden Raum noch einmal gesehen haben. Hier niemand. Niemand. Ist einfach eine Wand eingerissen. Es geht hier mal weiter. Hier ist eine Tür mit Bitte nicht stören. Könnte sein, dass dieses Gebäude noch lost ist. Ich weiß es nicht, aber es ist halt Licht drin an. Aber ja gut, es hat nichts zu heißen. In dem Gebäude wäre jetzt auch Licht an, wenn wir das Licht angelassen hätten. Das ist ein Generator. Oder ein... Ja, kann eigentlich nur ein Generator sein. Doch, es war vorhin schon. Ja. Nachtsichtkameras hängen hier keine. Da geht gleich die Tür, oder? Nein, es war vorhin schon. Ja, es läuft halt noch Strom auf den Gebäuden. Deswegen ist das Geräusch.
Ja, gut, ja, das Gebäude ist auf jeden Fall auch lost. Ah, guck mal hier. Boah, das ist natürlich geil. Da ist Licht an und da ist ein Fenster offen, ne? Ich weiß nicht, wie geil ich das finden soll. Weißt du, was ich glaube? Alle Gebäude sind lost. Und das Schild leuchtet da nur, weil überall noch Strom auf allen Gebäuden ist. Und ich glaube, das ist ja alles Geisterstadt, wo wir uns gerade befinden. Das macht natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Wie krass ist bitte diese Location, wenn das wirklich stimmt, ey. Dass alle vier Gebäude lost sind. Da geht's auch in die Hölle. Das ist ja einfach, wie gesagt, du könntest halt auch schon da argumentieren mit Gefahren. Ja, das, ja, ja. Also was hier stattfindet, ist jenseits von irgendwelchen Gesetzen, woran sich der Besitzer hält. Fenster offen, Türen offen, Strom läuft. Die Scheune würde ich jetzt immer rein. Es ist wirklich. Normalerweise hätte ich jetzt voll erstmal einen Schreck bekommen, aber da man weiß, dass hier jetzt überall Strom läuft, ist es eigentlich egal. Die muss ich in der Aufnahme haben. Inline Skates sind das. Ja, sehr schade, ich würde gucken. Puppen. Voll geil, ey. Das ist wie bei Dings hier, Zombieland oder so. Wie geil ist das bitte mit diesem... Oh ja, da steht noch ein Gabelstapler. What the fuck, ey, wirklich. Ja. Die da nicht ernst meinen. Warum? Hier ist das Fenster offen. Dass das Fenster hier so offen steht, ist halt ein ganz klares Indiz dafür, dass es niemanden interessiert, wenn du rein und raus gehst. Ansonsten wäre dieses, ja, das hier wird sich nicht mehr drum gekümmert. Und diese Schilder mit Video. Oh, ja, warte mal. Ich glaube, das ist schon wieder was anderes. Ja, hier geht's einfach rein. Also, nee, Mann, sowas hatte ich noch nicht. Als wenn man so eine Genehmigung hätte und jetzt hier Videos drehen dürfte und der Besitzer das Licht für einen angelassen hat. Wie krank ist das bitte? Das riecht ja auch chemisch. Großküche. Fritteusen und so stehen da einfach noch.
dass hier so wenig kaputt ist, ist halt verwirrend. Wenn so eine Location so offen steht und sich niemand drum kümmert, müsste hier alles zerlegt sein normalerweise. Ja, ich glaube tatsächlich, dass hier Licht an ist, schreckt 90% der Leute ab. Und deswegen geht hier niemand rein zum Randalieren. Warte mal. Achso, ja, das ist ein großer Saal. Ich guck mal kurz hier weiter. Boah, Alter. Boah. Fett. Hier ist richtig bar und so. Ja, das endet hier. Guck mal, den Zapfhahn brauchst, ne? Ich sag mal, geht an so einer Bar zu stehen, ist eh immer ein geiles Gefühl. Ich muss nicht mal Licht anmachen, weil hier einfach Licht an ist. Ein bisschen aufpassen in Kameras. Hier haben wir die Rezeption. Also, eigentlich müsste so ein Hotel ja von sich aus schon damals Überwachungskameras gehabt haben. Also müsste das ja nicht mal eine aktive Kamera sein, wenn jetzt hier eine hängt. Da ist auch noch mal ein Saal. Hier auch nochmal eine Riesenbar und Billardtisch. Oh, da hinten ist so ein Spielautomat. Hier hängt halt nirgendwo eine Kamera. Ist halt voll low, dieser Zettel, ey. Da nimmt man sowas auch gar nicht mehr ernst. Bitte? Ja. Meinst du, die Tür geht auf, wenn man jetzt hier hingeht? Nee. Schade. Ja, das kann man nämlich auch relativ einfach ausmachen. Ja, wahrscheinlich. Ja, den Strom kann man auch relativ einfach ausmachen. Ja, das ist manchmal komisch. Okay, hier unten geht's weiter mit Licht. Lagerräume. Lol. Wir gehen gerade einfach Licht mit Bewegungsmelder an. Meinst du, Wasser läuft noch? Ich kann ja theoretisch jetzt hier auch kacken gehen mit Spülloch. Das wäre zu hart. Wenn der Wachschutz oder der Besitzer kommt, hier drin Leute erwischt und erstmal jemand vom Klo noch aufsammeln muss, der gerade am Kacken ist, deswegen muss er noch kurz warten, bis man erstmal fertig ist. So richtig unverschämt. Das wäre dann wirklich die Ausrede schlecht, wenn der Digga fürs Kacken. Hier ist er nichts komisch. Geil, Mann. Das ist nicht mal eine Beinpresse, das ist hier für. Da geht's auf die Arme. Nee, das ist, damit du die Beine hochkickst. Das ist für ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Muskel heißt. Hier unten muss ich genau so. Denn so. Das Problem ist aber, hier ist kaputt. Achso, die wurden links rausgenommen, oder? Jetzt ist irgendwo nicht mehr reingehakt hier, der Keilriemen. Deswegen bewegt sich das Gewicht nicht. Aber normalerweise müsste man so machen, dann trainiert man hier die Oberschenkel. Das wäre auch eine gute Ausrede, wenn du im Lockdown hier erwischt wirst und sagst,
Die Fitnessstudios haben zu, wegen Corona. Ich kann nur noch hier trainieren. Und stell dir vor, er sagt so, okay, habe ich Verständnis für, aber sag es keinem weiter, du darfst. Nur ihr beide dürft jetzt hier trainieren. Den möchte ich gerne. Stell dir vor, das ist so ein alter Pumper, so eine Kiez-Legende oder irgendwas, der hier das besitzt, der das dann so voll verstehen kann, weil er damals auch immer gepumpt hat. Das gruselig, wenn hier plötzlich so Licht in so einem Hinterraum an ist. Und das sind so komische Gerüche. Oberprojektoren. Ja, der heutige Standard von Schulen. Hier sieht man die Digitalisierung der letzten 30 Jahre. Guck mal, hier ist noch so ein Spielding. Das mit dem Strom kann die gar nicht, kann nicht irgendwas triggern, weil hier überall Strom an ist. Ja, totaler Bullshit. Ja, gut, aber mit den Bewegungssensoren? Nee. Also ich habe auch gedacht, da muss schon ganz schön ein cleverer Dude am Werk sein. Im Leben nicht. Der müsste den Bewegungsmelder an irgendetwas verknüpfen, wo eine SIM-Karte drin ist, was ihm ein Signal aufs Handy schickt. Die Spannungsunterschiede registriert. Ja, oder einfach, dass der Bewegungsmelder aktiviert wurde und dann müsste da jemand ein Kabel rangelötet haben, was halt zu irgendeiner Maschine geht und das sendet ihm ein Signal und dann, ja, wenn, also, dann wäre das hier auf jeden Fall nicht offen. Wenn ich sage mal, ein ganz normaler Ingenieur oder Elektrotechniker ist das für ihn, dass sie sich belegt. Das ist ja, ja, da muss nicht mal das, das kannst du auch im Internet mit einem YouTube-Video kannst du sowas basteln, aber dann würde er ja nicht das Fenster offen lassen, wenn er zu sowas fähig wäre. Ja, ich glaube, hoch scheint es hier nirgendwo zu gehen. Den können wir eigentlich wieder raus, glaube ich. Ein Gebäude haben wir zuletzt ausgelassen, da wir uns inzwischen über eine Stunde bei der Location befanden. Ich habe nur mal kurz meinen Kopf reingehalten und einen riesigen Saal mit Tribüne gesehen. Laut Fotos wäre in dem Gebäude vermutlich noch ein Indoor-Pool gewesen, doch wir waren an diesem Abend erstmal bedient. Ich war mir noch nie so unsicher, ob eine Location noch in Betrieb ist oder tatsächlich verlassen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Schreibt es gerne in die Kommentare.